einen, der so fresh reacted. Immer real, immer echt der Beste. Ey, wenn Sascha reagiert, bin ich ruckzuck da. Ey, wenn Sascha reagiert, Mann, dann guckst du's an. Nämlich die Frage aller Fragen, ja, die ich hier ständig gestellt bekomme. Ja, Sascha, wie sieht's aus? Welche Gegenstände nimmst du mit? Und ja, wie wirst du überleben? Also erstmal, wie ich überleben werde, das weiß ich noch nicht. Ich versuche einfach den vollen Fokus irgendwie auf Wasser zu setzen. Im schlimmsten Fall 7 Tage nichts essen, im Regen pennen, nass werden, irgendwo am Sand pennen, keine Ahnung. Aber wenn ich kein Wasser habe, dann muss ich wirklich aufgeben. Das heißt, da muss ich am meisten vorsorgen. Das ist mal das absolut Fundamentalste und absolut Wichtigste. Und ich habe mir jetzt schon viele Gedanken gemacht, welche Gegenstände ich mitnehmen sollte. Und jetzt bin ich gespannt auf eure Meinung, was ihr das so dazu sagt. Ja, weil ich habe mir natürlich da schon ein bisschen so ein Word-Ding aufgemacht und schreibe immer so ein bisschen mit. Ich gönne mir jetzt auch schon so Strandvideos eigentlich nur noch. Also egal wo ich bin, Insta, YouTube, mir werden nur noch so Survival-Sachen vorgeschlagen. Also ich bin jetzt von der Fitness-Bubble, also ich bin jetzt schon, glaube ich, 15 Jahre in einer Fitness-Bubble auf Instagram. Ganz neu bin ich jetzt übrigens auch auf TikTok, Freunde. Ich verlinke euch mal unten den Account. Ich habe noch nie Werbung dafür gemacht. Wäre lustig, wenn ihr da auch rüber startet und dann da ein Like da lasst, wie bei Twitch plötzlich direkt 11.000 Zuschauer, ohne dass mal ein Stream war. Ja, vielen Dank an dieser Stelle. Aber in dieser Bubble war ich 15 Jahre, ja. Und jetzt plötzlich schließt sich mir eine ganz neue Welt. Plötzlich werden mir Survival-Videos ohne Ende vorgeschlagen, egal wo ich bin. Nur noch Survival, Survival, Survival. Ja, also die nächsten 2 Monate werden sehr viel in Survival sein, in dieser Bubble. Aber natürlich wird Fitness einfach immer noch überwiegen, weil, ja, Freunde, dafür lebe ich. Ja, auch heute wieder 2 Stunden trainiert, gestern 2 Stunden jeden Tag. Ernährung schaue ich, alle 2 Stunden was essen. Also ich bin richtig im Game, Freunde, zurzeit. Genügend Schlaf. Ja, ich bemühe mich echt und gebe mein Bestes, dass ich, ja, dann, wenn ich da ein bisschen an Form verliere, trotzdem noch gut in Shape bin. So, jetzt aber zu den Dingen. Genug gelabert. Erstmal überlegen. Wir wissen ja noch nicht genau, welche Dinge überhaupt erstmal erlaubt sind. Das ist ja schon mal das Erste, Freunde. Ja? Was sowieso ganz klar ist, das erste Ding ist mal eine Kurzhantel. Na, Spaß, scheiß drauf. Bizeps, Curls und so weiter gehen ja auch mit dem Krokodil. Wissen wir ja bereits. Also Kurzhantel bleibt zu Hause. Theraband, sinnlos. Haben wir Lianen oder keine Ahnung, wo ich durch die Gegend da schwingen kann. Klimmzugstange, sinnlos. Haben wir Bäume oder was weiß ich, wo ich mich hochziehen kann. Also das geht schon. Trainingsgeräte braucht man nicht. Was ich schon fühlen würde, wäre auf alle Fälle hier mal ein Prosis Booster oder so, wenn ich nicht mehr kann. Einfach das scheiß Pulver ins Wasser rein, runterballern und wieder richtig eskalieren und direkt in 10 Minuten 20 Shelter bauen. So. Ja, aber wäre natürlich dumm. Dementsprechend machen wir das natürlich auch nicht. Um jetzt zum ersten gescheiten Punkt zu kommen, ist es so. Übrigens, ich weiß ja noch nicht, was wir mitnehmen dürfen und was nicht. Ja, ich habe die Regeln noch nicht erhalten, Freunde. Ich weiß noch nicht Bescheid. Ja? Das heißt, das Wichtigste ist jetzt, erster Punkt, wenn wir das dürfen, nehme ich mit, Achtung, ne, Hängematte. Natürlich eine Hängematte. Die muss dabei sein mit Moskitonetz, um eben hier irgendwo nicht auf dem Boden zu schlafen. Ja, man darf ja nicht auf dem Boden schlafen. Wäre halt ja extrem schlecht, sage ich mal, auf dem Boden zu bannen. Aus dem simplen Grund, weil ich einfach Schlangen, Spinnen und so weiter auffressen können. Also eine Hängematte mit Moskitonetz. Habe mich schon so weit schon informiert, dass wenn man ja in dieser Hängematte liegt, dann ist da anscheinend auch, nicht anscheinend, da ist natürlich eine Schnur, die muss irgendwo befestigt werden, ganz klar. Und da gibt es Rasierschaum mitzunehmen, wäre so ein Lifehack. Da kann man nämlich die Seile einschmieren mit Rasierschaum und dann gibt es fleischfressende Ameisen, die hier ansonsten die Seile entlang wandern und in deinen Schlafplatz rein und fressen dich auf oder keine Ahnung, was die machen. Ja? Aber Rasierschaum kann ich natürlich auch nicht nur deswegen hier mitnehmen. Das heißt, Hängematte mit Moskitonetz, falls es erlaubt ist. Ja? Das heißt, da wird sich zeigen, ob das erlaubt ist. Wenn nicht, dann muss ich am Boden pennen oder irgendwie ein Baumhaus bauen, aber ob ich das kann, keine Ahnung. So, das ist mal das Erste. Ja? Gut, das zweite Punkt ist eine Machete. Ja, ich brauche unbedingt irgendwas zu schneiden, um mich da fortbewegen zu können, um irgendwas zu bauen. Das heißt, eine Machete wird das zweite Gerät sein. Am besten so eine, wie nennt sich das, Kukri? Ja? Wie Fritze bei Staffel 1 hatte. Das werde ich auf alle Fälle brauchen. Das heißt, man kann vorne irgendwie so das Messer verwenden und der hintere Teil ist sozusagen irgendwas zum Aufschlagen oder Durchschlagen. Ja, die 2 Dinge sind schon mal fix dabei. Dann habe ich als Nächstes stehen, hier, einen Feuerstein. Ja, beim Feuerstein bin ich mir aber noch nicht sicher, ob ich nicht Sturmfeuerzeug oder so, wenn das erlaubt ist. Ja, weil ich achte halt darauf, dass es nicht feucht wird, aber dafür brennt der Scheiß wirklich. Und mit ein paar so Funken, ich weiß nicht, ob ich da ein Feuer schaffe. Könnte klappen, aber ich muss mich halt informieren, was da wächst, ja, und ob das auch trocken ist und so. Also ich weiß noch von Staffel 1, da hat man Harz. Ich weiß nicht, ob ich dort überall Harz finde. Kann schon sein, aber dann brauche ich weiter irgendwie so trockene Faser,
Pflanzen, vielleicht irgendwie von Kokosnuss oder so, ja. Oder getrocknete Pflanzen, könnte auch klappen. Aber ich kann es nicht trainieren, weil hier bei Staffel 1 hat man natürlich hier eine Birkenrinde, die halt extrem gut brennt. Da weiß ich es aber nicht, ja. Und ich kann es auch nicht trainieren. Aber ich denke mal, da wird sich Gräser finden, die trocken genug sind. Ich hoffe es zumindest, dass ich so eben ein Feuer entfachen kann. Denn ein Feuerstein kann feucht werden und funktioniert dann immer noch. Wir haben ja auch Regenzeit, das heißt, es wird sehr viel regnen. Vielleicht, vielleicht aber auch gar nicht. Ja, kommt auf die Wahrscheinlichkeit drauf an. Wir haben ja auch schon informiert, wird ungefähr so, ja, das, ich glaube, 15 bis 20 Tage im Monat regnet es. Jetzt stell dir mal vor, es sind genau die 7 Tage, wo es nicht regnet. Ja, dann gehe ich drauf. Aber deswegen Feuerstall wahrscheinlich eher, denn es darf auch nass werden, wie gesagt. Aber dafür muss ich halt riskieren, dass das irgendwie auch tatsächlich dann irgendwie zu brennen beginnt. Ja, denn wir haben ja Regenzeit. Das heißt, alle Pflanzen werden feucht sein. Und da denke ich mir halt so, ja gut, wenn es gerade erst geregnet hat, werde ich sowieso kein Feuer schaffen. Aber was soll ich dann nehmen, wenn alles klitschnass ist? Ja, und deswegen dachte ich mir, ja, aber gut, dann brennt es mit dem Sturmfeuerzeug auch nicht. Also scheiß drauf. Also wahrscheinlich ein Feuerstein. Dann, vierter Gegenstand, dachte ich mir, wird gut sein, ein Paracord. Ja, nennt sich das, glaube ich, im Fachausdruck, also eine scheiß Schnur, Freunde, eine Schnur. Einfach um hier von Baum zu Baum eine Schnur zu spannen, um zum Beispiel die nassen Sachen aufzuhängen, die Schuhe aufzuhängen, das Shirt aufzuhängen und Sachen zu bauen. Ja, wenn ich doch ein Shelter bauen muss, weil man keine Hängematte mitnehmen dürfen, dann, dass ich die Holzstecken zusammenbinden kann, dann kann man ja viele zu vielen Zwecken nutzen. Ja, das heißt, ja, es gibt auch Lianen, habe ich ja gehört, die kann man runterziehen und die kann man dann so mit so einem Knüppel sozusagen flach schlagen und dadurch eine Schnur bauen, daraus eine Schnur bauen. Also braucht man im Dschungel an sich keine Schnur, aber ich weiß nicht, ob da Lianen und so weiter auch zu finden sind, wahrscheinlich, aber ja, eine Schnur ist halt schon sehr, sehr safe. Ja, da denke ich mir, wird schon wichtig sein. Ja? Von dem her werde ich wahrscheinlich auch ein paar Akkord mitnehmen. Und ich habe mir dann schon überlegt, ja, meine Hängematte und darunter halt so vielleicht, keine Ahnung, Paracord und dann halt noch eine Plane. Weil wenn es die ganze Zeit regnet, du willst ja nicht immer nass sein. Vor allem wird es vielleicht in der Nacht auch kalt werden. Das heißt, dann eine Plane. Mit der Plane kann ich eben das abdecken, dass ich hier die ganze Zeit, dass es mich die ganze Zeit voll regnet und dass meine Klamotten trocken bleiben. Und zusätzlich kann ich die Plane aber auch verwenden, um vielleicht Wasser zu sammeln, wenn es regnet. Ja, aber irgendwie denke ich mir dann so, wenn es regnet, nutze ich die Plane eigentlich, damit ich nicht nass werde. Aber immerhin, wenn ich wirklich einen Durst habe oder so, dann kann ich halt mit der Plane, aber eigentlich hätte ich da ein Gefäß, wo es sowieso reinregnet, wo man dann auch wieder länger auskommt. Ja, wird sich zeigen. Das heißt, auf alle Fälle hier eine Schnur, Paracord wird dabei sein und die Plane wahrscheinlich auch. Ja, weil man will nicht immer nass werden. Was ist mit THX-Bändern? Und mich! Und Paulina. Ja, Paulina, ja, die kommt leider nicht mit vorne. Paulina bleibt dieses Mal zu Hause. Real Talk Story, ich habe Paulina kennengelernt und seit dem Moment waren wir jeden Tag zusammen, außer wo du mal einen Monat weg warst. Ja, stimmt. Aber sonst haben wir uns fast jeden Tag gesehen. Und jetzt wird es richtig wild werden. Es ist schon 5 Jahre her oder so, wo du weg warst. Seitdem haben wir uns tagtäglich fast gesehen, gell? Ja. Oder jede Woche sowieso und ja, wohnt zusammen. Also das wird komplett wild werden. Das wird so, zwei Wochen, Schatz, Alter. Fuck. Das ist echt. Ja, das ist schon wild. Und vor allem 2 Wochen oder 7 Tage, je nachdem, wie lange es aushaltest, ohne Kontakt. Also nicht nur nicht den Nach 2 Wochen, weil wir fliegen ja früher hin. Ja, da kann man ja schreiben. Ach so, ja, stimmt. Aber wenn du wirklich 7 Tage durchhältst und stimmt. 7 Tage nichts von Kein anderen Kontakt. Hören, nicht einmal, wie geht's Oder. Dir, schlaf gut, guten Morgen. Alter, wehe, du vergisst mich, Schatz. Wer spielst du? Wehe, du vergisst mich, Alter. Ich höre jede Sekunde an die Dating. Ja, hoffentlich. Wehe, Freunde, macht schön Druck auf Instagram bei Paulina jeden Tag so, ja, dass sie mich nicht vergisst. So schreibt immer so, oh, Sascha, geht's gerade sicher richtig schlecht und so. Dann macht sie sich Sorgen, sonst vergisst sie mich vielleicht. Na, Spaß, Spaß. Also Plane, ja, dachte ich mir, wäre vielleicht eine gute Idee, eben was, Regenschutz und zum Sammeln. Aber wenn es regnet, sammelt die doch nicht. Dann nutze ich vielleicht ein paar Kokosnüsse, die ich finde. Ja, oder das Gefäß. Plane kann 2-in-1 sein. Als Schutz und gleichzeitig sammeln. Bisschen so über dir so. Ja, aber ich muss ja relativ hoch das Ding bauen, damit ein Krokodil mir nicht in den Arsch beißen kann. Das heißt, da noch drüber eine Plane, wie soll ich das machen, dass... Ja, wenn die Plane ein bisschen so einsackt als Dach, so, weißt du schon. Dann wird dann sie da ein bisschen Wasser. Oder wird das, bricht das dann ein? Boah, das wird zack, ich glaube, das bricht ein, aber... Ja, das muss man sich überlegen. Auf alle Fälle macht Plane Sinn. Plane macht Sinn. So, das heißt, Plane macht Sinn. Dann haben wir eben Hängematte, Machete, Feuerstein, Plane, Schnur. Ja? So, jetzt habe ich noch zwei... Schnur, ja, Schnur ist auch richtig wichtig. Schnur. Jetzt habe ich noch 2 Dinge. Jetzt wird es interessant. Ein Gefäß.
Ein Gefäß. Ja, also ein Gefäß werde ich auf alle Fälle mitnehmen zum Wasser sammeln und vielleicht zum Wasser abkochen, ja, dass ich da beides drin habe. Zwei in eins. Na, weißt du, was nämlich echt der entscheidende Punkt ist? Wenn da zum Beispiel Regenzeit eben ist und nur hin und wieder Wasser kommt, Regen kommt, dann muss man Proviant ansammeln. Du musst es ausnutzen, wenn gerade mal Wasser da ist. Es kann sein, dass es dann ein, zwei Tage nimmer regnet. Ja, richtig. Brauchst du ja ein Riesengefäß. Das ist ein Riesengefäß. Ja, super, ja. Hab ich schon. Schau. Gefäß. Groß. Ja, mit groß. Mit vier scharfen Messer. Groß ist ein Fett. Ist ein Brunnen. Nimm eine Regentonne mit. Sascha kommt mit halber Armee in den Dschungel. Ah, ja, Freunde. Ah, herrlich. Am besten, ja, nimm eine Badewanne. Ein Bierfastel. Das wäre aber auch lustig, oder so ein Bierfass. Ein Bierfass war super. Und, anderer Fact, Freunde, Klo gehen. So, da ist ja auch Wasser am Start. Das heißt, ich werde einfach ins Meer gehen, oder? Geh einfach ins Meer rein. Wie die Schweine auf den Bahamas. Ja, fix. Kurzer Side-Fact, Pig Beach, gell, stellt man sich so richtig romantisch vor, auf den Bahamas, wo die Schweine rumlaufen. Was ist? Die gehen einfach nur ins Wasser um. Ja, fix. Auf alle Fälle, Freunde. So viel zu dem Thema. Nur ein Tipp, gell? Falls du Blätter verwendest, du weißt schon, was ich meine. Ja. Pass auf, dass das kein giftiges ist. Ma, jo, das könnte schmerzhaft werden. Ich geh ins Meer. Wo ich da eine mache, dann kommen keine Haifische mehr. Das ist super. Ja, oder sie kommen. Nein, nicht bei mir. Das lockt die weg. Ja, das lockt die das weg. Auf den ganzen Inseln, wo die anderen auch sind, wird es plötzlich keine Fische mehr geben und keiner weiß wieso. So ist es nämlich vorher. Weiß man das eigentlich schon, ob das alles einzelne Inseln sind? Oder eine große? Weiß man das? Nein. Letzter Gegenstand wäre Angel. Aber ich habe da stehen Kescher. Ich habe heute nachgegoogelt, ob man beim Salzwasser die Augen aufmachen kann und trotzdem was sieht. Und? Ob das geht? Da kriegt man ja voll Augenweh. Ja, Augenweh, also rote Augen, aber es sollte funktionieren. Vielleicht. Das heißt, aber das Wasser ist eh so klar. Dass die kann mich da hinstellen und einfach mit dem Kescher die Fische auszuholen. Na, je nachdem, wo du bist. Das Wasser ist nicht überall klar. Ja, das stimmt. Das stimmt. Wenn es so ein Fluss ist, so ein Mangrobenfluss. Ja, einfach immer auf gut Glück. Ah, bist da deppert. Aber ich sag's dir, von meinem Gefühl her, glaube ich, fischt man mit einem Kescher leichter was. Weil so ein scheiß Angel, da muss einmal so ein scheiß Fisch anbeißen. Ja, wenn man es kann, ist was anderes. Ich hab das noch nicht da. Ich hab noch nie geangelt. Und ich denke mir, mit dem Kescher, da kann ich schön aus dem Bizeps arbeiten, da kann ich schön tippitoppi das hinkriegen. Ja, also ich denke mir mal, Freunde, bei mir wird es, glaube ich, ein Kescher. Einfach ein Kescher, so ein klapperer Kescher und da werde ich auch die Fische ausholen nach der Reihe. Das wäre eine Idee, sage ich mal, gell? Das wäre eine Idee. Aber muss ich mir noch genau überlegen. Ja, man muss ja auch sagen, gell, die finale Entscheidung, die wird man dann eh erst dort erfahren, was dann wirklich tatsächlich für Gegenstände ist. Ja, außerdem, es wird sich wahrscheinlich eh alles ändern. Die kennen mich jetzt noch überhaupt nicht aus. Und es muss sich mal ein bisschen auseinandersetzen. Es gibt nur Regeln und ich kenne mich null aus. Ja. Also wahrscheinlich wird es ganz anders werden. So, dann habe ich mir noch gedacht, Wasserfilter. Das wäre mega. Weil in der Regenzeit ist alles feucht. So, jetzt schaffst du vielleicht kein Feuer im Worst Case. Dann kannst du wenigstens das Wasser filtern. Also wenn Wasserfilter erlaubt wäre, den würde ich sofort mitnehmen. So. Aber schau, jetzt ist schön Wetter. Dann habe ich sowieso nichts zu trinken. Da bringt man ein Wasserfilter aber nichts. Wenn Regenzeit ist, hätte ich eigentlich sowieso was zu trinken. Aber dann vertrage ich es vielleicht nicht, wird mir immer schlecht, speibe oder gerade Durchfall, dann hast du so einen Wasserverlust. Das heißt, wenn du nicht trinken kannst, der Magen nicht kann, dann brauchst du einen Wasserfilter. Ich habe schon Technik gesehen, wie man das Wasser filtern kann. Du gibst ohne Filter? Du gibst eine Flasche, ja, musst du eine Flasche mitnehmen. Vielleicht wird dir ein Strand angespült. Du machst unten auf, gell, oben schneidest du die Flasche auf. Unten ist die Öffnung. Dann schmeißt du einen Stein rein, auf den Stein, also lauter Asche und dann Sand. Dann andere Steine. Das filtert's, gell? Und dann lässt du das Wasser durchfließen und fängst unten irgendwie wieder auf. Dann, das ist schlau. Deswegen denke ich mir, vielleicht wird so ein Scheiß angespült. Aber vielleicht auch nicht. Und dann habe ich mir noch gedacht, ja, vielleicht so eine Angel, wie gesagt, oder ein Buch oder was weiß Buch? Ich vorne. Ja, ein Buch. Habe ich was zum Anzünden und ich kann immer noch schauen, wie das geht. Ein Wissensbuch, ein Sachbuch. Survival Outdoor Sachbuch. Das wäre das Allerbeste. Dann kann ich immer schauen, wie mache ich was, hab Zeit, was ist giftig, was nicht giftig, kann Schlangen analysieren. Das hört sich ein bisschen so an. Ich nehme ein Buch mit. Wie bei den Schularbeiten der Schummelzettel. Das ist ein bisschen so. Work smart, not hard. Ja. Ich bin Fuchs, Freunde. Ich bin ein Fuchs. Ja? Also ich merke schon, ich habe mich da informiert und ich nehme ein scheiß Buch mit. Ja? Freunde, die werden alle hier mit 1000 Sachen kommen. Ich komme mit meinem Buch und dann werden wir hier krassesten Sachen bauen. Und zum Lesen, Freunde, auch eine gute Ablenkung. Ja, richtig. Beschäftigung. Versteht ihr das, Freunde? So ist es. Das ist der real shit.
Und, und Klopapier haben wir auch. System getribbelt, Freunde. System getribbelt. Und jetzt, Fritz, wenn du das Video jetzt siehst oder irgendein anderer Teilnehmer, ja, sag das nicht Fritz weiter, ansonsten kommt das noch auf die verbotene Liste. Aber das ist der Einzelschmäh. Ja, das hätte ich jetzt nicht sagen sollen, habe ich gesagt. Nicht, aber ich habe keine Geheimnisse, Freunde. Ich will da einfach mit all meinem Wissen einfach hier euch teilen, Mann. Euch teilen. Ihr begebt ja auch immer gutes Feedback. Das ist der Schlachtplan, Freunde. Ich baue dann ein Schloss mit diesem Buch. Da gibt es Schritt-für-Schritt-Anleitung vielleicht. Welchen Stecken, welchen Bambus, keine Ahnung, ich da nehmen soll. Ja? Das riecht nach Gewinner. Naja, Freunde, so, das war's jetzt mal mit dem Talk zu den Gegenständen. Ja, nicht zu viel verraten. Und vielen Dank für eure Unterstützung, dass ihr mich da supportet bei dem Projekt. Das motiviert mich dann. Gerne. Ja, natürlich auch dir, Schatz. Wenn ich dann auf der Insel bin, werde ich an euch denken. An all die, die ich nicht enttäuschen darf, Freunde. Ich werde mein Bestes geben. Ich küsse eure Herzen. Folgt mir, wie gesagt, sehr gerne auf Instagram, aber natürlich auf Twitch. Link ist ganz oben, da wird immer gestreamt, auf Videos reagiert und die Insider-Tipps für euch ausgetauscht. Ja, und jetzt? Die schlechten Insider-Tipps. Die schlechten? Wieso? Ja, okay. Mittelgut war das jetzt schon. Ja, es war gut. Ich bin schon vermittelt. Ja. Okay, peace. Du bist in der Endcard drinne, doch warte, bevor du schon jetzt verschwindest. Ja, mehr Fitness gibt's nicht. Such dir ein Video aus, klick it. Und fehlt dir irgendwie die Motivation, dann lass ein Abo hier. Du weißt, es würde sich lohnen. Yeah.